Hallo, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Watch Dogs. Und was soll ich euch sagen? Ich weiß jetzt endlich, wie man die Waffe wegsteckt. Ganz kurz L1 drücken. Beziehungsweise so kann man sie auch zücken, die man gerade ausgewählt hat. Ja, man sollte vielleicht vorher in die Kontrollerbelegung reingucken, aber na gut. Das ist jetzt auch zu spät. So, was habe ich heute vor? Ich wollte mir das Ding hier mal angucken. CTOS-Turm. Erreichen Sie den Fuß des Turms und installieren Sie eine Backdoor, um Aktivitäten in der Umgebung freizuschalten. Sie schalten außerdem weitere Verstecke frei, entdecken sammelbare Objekte, Schwachstellen für Privatsphäreneinbrüche und Nebenmissionen. Deswegen dachte ich mir, das mache ich mal heute, um zu gucken, was da abgeht. So. Reiseführer-App? Was für eine Reiseführer-App? Mit dieser Touristen-App können Sie sich bei den Sehenswürdigkeiten der Stadt anmelden. Sie enthält Infos über Stadt und Geschichte. Sie können Abzeichen gewinnen, Geschenke abholen und hinterlegen oder Oberbürgermeister Obe werden. Ich kann Oberbürgermeister werden? Oh, wählt mich zum Oberbürgermeister. Sie werden zum Obe einer Sehenswürdigkeit, indem Sie sich über 7 Tage dort am häufigsten anmelden. Hinweis: Vor einer erneuten Anmeldung für den OB-Titel oder ein Abzeichen müssen Sie 1 Stunde warten. Soll mich irgendwo anmelden? Du hast aber einen schicken Schirm. Was für eine Sehenswürdigkeit hier? Was zum Henker soll denn das sein hier? Ich melde mich mal hier an. Beste Kumpel, Sie beide sollten öfters etwas zusammen unternehmen. Fortfahren. Ah, Newbie, Glückwunsch zur ersten Anmeldung. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe, aber passt schon. Dieses ruhige kleine Motel erlebte einen kurzen Moment hitziger Erregung, als im Jahr 1967 ein Informant, der für die Überführung von Sam Tietz entscheidend war und der Zeugenschutz in Zimmer 205 untergebracht war. Bis zum Prozess gegen Bud musste der Informant Joseph Joyce wiederholt umziehen, um Mordanschlägen durch Männer zu entgehen. Das Old Motel war Joyce' letzter Aufenthaltsort, bevor er in den Zeugenstand trat und verurteilt wurde. Wow. Ich habe hier ein berühmtes Motel. Nicht! So, dann gehen wir jetzt aber echt mal dahin. Happiness is the truth. Du fährst aber ein hübsches Auto. Noch. Pass schön drauf auf. Gehen wir echt mal zu Fuß hier. Wie weit ist denn das? Kann ich denn das sehen hier? Zeig mir mal an. 125 Meter dafür klommen und jetzt kein Auto. Wieder ein bisschen die Umgebung hier abchecken. Wir wollen so ein CTOS-Turm. Der da, oder was? Wie komme ich da jetzt rauf? Wie komme ich da jetzt rauf? Es blinkt. Was macht es? Blinken. Was? Ein Lift. Okay, aber ich muss erstmal hier rein. Ich komme hier gar nicht rein. Hey Mann, was machst du denn? Dürfen, Alter? Wer schreit? Nein, das stimmt fast nicht! Oh mein Gott, wurde da jemand ermordet? Kann ich mich jetzt nicht drum kümmern? Außer jemand zahlt mir dafür Geld. Warum stehst du hier so ganz komisch auf der Straße und vertickst irgendwelche Sachen? Gibt's ein Problem? Du bist Geringverdiener. Was mutig. Kabelstangen. Ja, aber Mami, wie soll ich denn da rein?
Guten Tag, der Herr. Können Sie mir bitte helfen? Wie komme ich da über den Zaun rüber? Ist doch keine Schwachstelle. Ich kann es hochmachen und wieder runter machen. Kann ich den Zaun irgendwie einfahren? Warte mal. Komme ich da irgendwo rüber? Das ist doch gar kein. Vielleicht geht's irgendwo ins Haus rein. Einen Moment. Nee, mein Fehler. Was haben wir denn da? Was ist eine Leiter? Die mir überhaupt nichts bringt? Was mache ich denn? Kann ich da irgendwas machen? Was zum Hingehen? Ich komme da ja nicht ran. Was ist das? Wo stand hier eben gerade was von Sicherheitstür? Stand hier nicht eben gerade was von Sicherheitstür? Sicherheitstür. Super. Wir haben eine Sicherheitstür entdeckt, aber die ist da oben, wo ich ja sowieso nicht hinkomme. Wenn ich die Leiter nehme, komme ich ja trotzdem nicht weiter, oder? Gib mir mal ein Auto, kann ich da irgendwo rauf? Ich muss eins klauen, was hier irgendwo rumsteht. Ich dachte, ich würde das wenden. Das hat jetzt keiner gesehen. Ein Moment! Ein Jahr ist vergangen seit der Einführung des CTOS oder auch Chicago Smart City Programm und das Feedback der Bevölkerung ist größtenteils positiv. Wir sind auf der Straße, um ein paar Meinungen. Was mal hier? Aufblättern. Funktioniert nicht, ne? Das ist voll tragisch. Ich hab hier schon wieder irgendwas übersehen, ne? Ihr seid alle doof. Ist auch so eine Mauer, wie soll ich denn das da einfahren? Oh, hier könnte ich es ja versuchen. Was ist das? Wieso sieht das? Guck mal, das sieht hier ganz anders aus. Der Zaun. Ich nehme jetzt mal das Auto und fahre da rein. Ich nehme das Auto und fahre. Verbrechen erkannt. Ich kann mich jetzt hier nicht um Verbrechen kümmern. Ich muss mich jetzt hier unbedingt um dieses. Aus dem Weg. Wie bitte? Dahinter ist auch noch eine Mauer. Echt jetzt? Ich dachte, ich kann da durchbrettern. Das ist doch frustrierend. Ich denn darüber? Hä? Wartet, was zum Henke ist das da? Oh mein Gott, ey. Komm ich hier hoch? Oh mein Gott. Muss glaube ich hier hin. Oh mein Gott, ich bin so genius. Okay. Klettern. Jetzt darauf. Gut. Ha! Soll mal einer sagen, ich bin kein schlaues Mädchen. Oh ne, der war schon richtig.
Nein, du warst schon richtig. Ich dachte, den kann man noch höher machen. Soll ich denn darüber? Ja, sollst du. Klasse. Kletter, kletter. Mal Sturm hängen. Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Fehler, Fehler. Kann ich irgendwie verstecken? Wie mach das zu Henker? Umklettern. Nein, 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 nein. Nein! Worum handelt es sich? Er schießt, hören Sie das? Wenn ich den Typen aufhalte, muss ich ihn schnell entdecken. Oh nein! Hier schießt keiner. Ach Mann, ey, ich dumme Kuh, ey. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Ja, ja, könnt ihr machen. Was habe ich jetzt gemacht? Manchmal bin ich echt so Panne. Polizeiverfolgung. Wieso? Bitte. Fortschrittebelohnung. So Knarre. SMG. Eine SMG, okay, danke. Merci beaucoup. Warum Hilfe? Ich mach doch gar nichts. Da stand nach unten klettern und er springt in seinen Tod. Oh Gott, ey. Naja, es ist sozusagen ein Tutorial, so sollten sie es nicht machen, ne? Könnt ihr mal sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Da stand hinunterklettern, ja. Warum steht das? Oh Gott. Aber den Turm hab ich jetzt. Ich hab den Turm. Fixer Auftrag. Erreichen Sie die Zielperson in Ihrem Fahrzeug und hacken Sie Ihre Daten. Schalten Sie die Zielperson aus, benutzen Sie die App Fixer Aufträge auf Ihrem Smartphone, um auf diese Aufträge zuzugreifen. Ist das das, was ich jetzt machen will? Nein, das wäre eigentlich die Mission. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Oh, wenn das schönes Auto, ich nehme das von hier. Da schießt eine! Mein Gott, was für eine Petze. Mann, ich hab ja... Ich hab nichts angestellt, wirklich nichts angestellt, ja? Nur einmal kurz in die Luft geschossen, ja? Du sollst doch nicht gleich die Bullerei rufen, ey. Und der Typ, der da auf der Straße lag, da hat keiner die Bullerei gerufen, der ermordet wurde, ne? Alter. Das wird hier mal lustig. Hui! Hui! Oh. Ja, realistisch. Ich bin auf dem Motorrad geblieben. Awesome. Ich habe so leichte Schwierigkeiten mit dem Bremsen. So. Oh.
Was regt ihr euch denn? Oh mein Gott, ey. Noch nie eine Frau am Steuer gesehen. Oi, 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 oi. Oh, Power. So. Gut. Schlechter Beifahrer heißt die Mission. Ah, passt doch zu mir. Oh, je, je. Was ist das? Wie, was ist das? Was ist das? Kickser? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Er hat mich gefunden. Hm. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Muss ich da jetzt hoch? Echt jetzt? Oder kann ich außen rum? Muss doch außen rum, das ist doch eine normale Straße. Es sind so viele Möglichkeiten, dann denkt man, man muss hier irgendwas anderes machen. Ah, Hilfe! Oh! Huhu. Fahr geradeaus. Online-Hacking. Gehackt werden. Wieso Online-Hacking? Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der sie hackt. Er könnte über ihnen, unter ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Sag mir jetzt nicht, ich bin jetzt online-mäßig gehackt worden. Wo bist du? Scheiße, er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Bist du es? Nein. Achtung! Wer ist denn mit Hacker? Yeah. Werde ich jetzt hier gerade gehackt, ey? Du mich auch. Du mich auch. Wo weiß ich denn? Ich habe das Suchgebiet eingegrenzt. Komm schon eben. Finde ihn schnell. Ist der jetzt da oder was? Klingt, als hätte das CTOS Schluck auf. Wir haben da jede Menge Schwierigkeiten. Bist du das? Du gehörst mir. So, warte. Ja, jetzt kommt wieder die Bullerei. Hier läuft gerade jemand Amok. Er ist bewaffnet. Schickt die Polizei, sofort! Nein, schickt nicht die Polizei. Wieso läuft er nur auf einer Stelle? Was zum Henker? Wie viele von denen gibt es denn noch? War das jetzt, bitte, jetzt mal die Frage. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. War das jetzt einer aus einem anderen Spiel, der mich gehackt hat, weil dieser Name zweimal The Tap? Das ist ein sehr interessanter. Nein, ich habe doch keine... Nein, steck die Waffe weg. Steck doch die Waffe weg, Junge. Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Voll geil. Steigern Sie im Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Ist ja wunderprächtig. Denn... interessiert mich gerade die Bohne, weil die Bullerei hinter mir her ist. Und man ist so ein bisschen erschlagen von dem Spiel. Auf einmal bist du da irgendwie gehackt und du musst den Hacker finden. Mir ist der jetzt bloß ein bisschen bekannt vorgekommen, weil er über den Zaun gerade drüber gejumpt ist. Und das ist ja wohl ein bisschen, sag mal, nicht normal, ne? Für NPC. Sag mal, geht's euch gut, ey? Was hackt wohl hier, Bullerei?
Kamera, kommst du auch mal hinterher hier? Oh, oh. Ich hasse es, das könnte schon wieder stundenlang dauern. Bullerei, es hackt. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Und dann gehen wir hier hin und fahren gegen die Mauer. Öffne das Tor. Und fahr gegen dickes Auto und fahr wieder zurück. Mach das Tor zu. Mach das Tor zu. Und bin in wenigen Sekunden aus dem Suchschein der interessiert sich der Bullerei. So macht man das. Oh, mein schönes Auto. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Oh, schön. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Wieso ist hier schon wieder so ein Alarmierungsding? Ich will jetzt keine Online-Aufträge. Was denn? Die App Online-Aufträge oder das Raster zeigt die Online-Aktivitäten von Fixern in Chicago. Zum Beispiel die Invasionsmission Hacking und Bestattung, Rennen und Entschlüsselungsaufträge, freies Spielen online, CTOS-Mobilaufträge. Starten Sie die App über Ihr Smartphone oder die Verknüpfung auf der Weltkarte. Ich möchte jetzt keinen anderen hacken. Ich infiltriere momentan keine anderen Welten. Und wie, es kommt einer auf die Idee, meine Welt zu infiltrieren. Ich kann das nur fragen. Ja, geht ja nicht. Der Typ, der da, den ich da jetzt gekillt hat, das war ein Fremder, oder nicht? Was ist denn das da? Ist das so ein Bekanntheits... Ach stimmt, mein Fahndungslevel ist das, glaube ich. So, wo wollte ich jetzt hin hier? Ich bin mal wieder echt... Ich wollte doch irgendwas machen. Gar nichts. Mir ist nichts zu machen. Warum? Oh, wir können mal hier den Turm. Warum muss ich das denn jetzt öffnen? So. Oh, Fortschritt. Okay. Gut. Darf ich da... Aha, aha, aha. Online-Aufträge-App. Muss ich das jetzt machen, oder was? Online-Beschattung. Entschlüsselung. Was ist denn einfach? Rennen bestimmt nicht. Eins gegen eins. Okay, auf den Straßen von Chicago hat sich ein rivalisierender Fixer Informationen beschafft, die sie brauchen. Ziel, das Handy des Fixers hacken, eine Backdoor installieren, die Daten stehlen und dann fliehen, bevor sie entdeckt werden. Tun sie dem Fixer nichts, die Daten sind wertlos, wenn ihm etwas zustößt. Was du heute kannst besorgen, mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Durchschnittliche Wartezeit 2 Minuten. Das heißt, ich infiltriere jetzt jemanden, dessen Welt bla. Okay, dann warten wir mal. Durchschnittliche Wartezeit 2 Minuten. Obwohl ich das ja eigentlich erst nicht machen wollte, weil ich ein bisschen weiter... Toll! Ich hasse sowas.
Mein Controller ist schon wieder alle. Wollen wir mal schnell ausstecken und wieder einstecken und überhaupt. So. So. Gut, ja. Was machen wir denn in der Zwischenzeit, während wir warten? Nichts. Keine Aufträge. Ich muss später wiederkommen. Keine Aufträge. Siehst du? Keiner spielt hier, den ich hacken könnte. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Oh ne, ausweichen. Was haben wir denn da? Was fand ich jetzt doof? Jetzt war ich total bereit, hier irgendjemanden zu hacken, zu infiltrieren. Und jetzt sagt er nix. Ich versuch's jetzt nochmal. Online-Beschattung. Testen Sie Ihr Geschick, indem Sie einen rivalisierenden Fixer ausspionieren. Halten Sie Abstand, wenn er ein Profil von Ihnen anlegt. Kann er sich rächen? Profil des Fixers anlegen, seine Bewegungen und Aktionen observieren und unentdeckt entkommen. Okay. Ich versuch's mal. Ansonsten fahre ich jetzt in Richtung meines aktuellen Ziels. Mal gucken wir mal, ne? Da. Ups. Suche nach Spielern von zum Beschatten. Von zum Beschatten. Ich will beschatten. Na. Ich will beschatten. Schatten. Sieh halt einen anderen Schatten. Schatten. Leute. Die haben alle Angst vor mir, deswegen. Das ist alles. Oh, was? Okay. Susi geht jetzt mal online hier. In eine andere Welt und tut mal Bescheid. Finden und verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie ihr unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Okay. Weiß er das? Weiß die Person, dass ich hier bin? Das würde mich jetzt mal... Wie schnell fährt die Person? Beziehungsweise... Ja, Susi, mach hier noch Unfälle. Das ist gar nicht auffällig. Das Auto ist scheiße. Der ist ja voll eben gerade hier. Ich glaube, der weiß das. Guten Tag. Schade, dass ich den nicht anschreiben kann. Denn da? Hat er das überhaupt nicht bemerkt? Ich glaube, der hat das gar nicht bemerkt. Der hat irgendwas anderes angesehen. Ist der doof? Schön. Das hat auch super geklappt. Okay, das war ja total...
Okay. Das war ja... merkwürdig. Der hat jetzt nicht bemerkt, dass ich da die ganze Zeit hin und her gefahren bin. Kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Gewalttaten, als Mitglieder der Black Viceroys um die Führung der Gang stritten. Fortschrittsbelohnung. Okay, habe ich ja so eine Schaufel, ist ein Ende der Gewalt nicht absehbar. Und ist das jetzt hier meine Wohnung, wollte ich gerade sagen, mein Gebiet oder bin ich jetzt hier nicht in seiner Bleibe? Oh, das war ein bisschen strange. Also, okay, du kannst die Leute infiltrieren. Das war hier gerade sein Auto, wa? Mit dem er weggefahren ist. Du kannst die Leute infiltrieren, ist ja schön und gut, aber entweder hat der Typ nicht durchgesehen, weil er hätte ja von mir ein Online-Profil erstellen können. Hat er irgendwie nicht, weil... ich hab das jetzt echt... ist das so simpel oder hat der sich nur doof angestellt? Weil ich war ja sehr offensichtlich war ich vorhanden. Ne? Ist ja nicht so, dass ich mir jetzt hier wahnsinnig versteckt habe. Aber na gut. So. Was haben wir denn hier? Wo haben wir hier... das ist die Tür zum Entriegeln. Sehr schön. Na, springen tue ich hier nicht. Oder anscheinend muss ich das. Gut. Und nicht schon wieder Online-Hacking! Leute... ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit Online-Hacking betreiben. Ich glaube, das kann man, glaube ich, auch ausschalten. Aber dann kriegt man weniger XP oder so. Das wäre auch ein bisschen scheiße. So. Bezirk freigeschaltet. So. Skillpunkte erhalten. Ich bin so skillig. Nur mal kurz investieren, ne? Das kann ich alles noch nicht machen. Städtische Brücken öffnen. Hochbahn zu starten oder zu stoppen. Energiefeld kann ich immer gebrauchen. Und dann haben wir noch Waffenwechsel beschleunigen, obwohl, naja. Ich mach das mal mit dem Fokus. R3 muss ich da gedrückt halten. Ordnung. Okay. Es hält nur ein paar Sekunden. Okay, dann würde ich mal speichern gehen. Wo ist denn hier? Wieso habe ich hier kein Versteck freigeschaltet? Das finde ich doof. Muss ich echt wieder da in das alte? Schnellreise. Okay, gucken wir uns mal das zweite Versteck an. Ich kann mir da irgendwas klauen. Ein tolles Versteck. Alter. In so einem Container? Really? Fundestonmaterial. Ach hier, die Garderobe, ne? Ich habe ja jetzt hier ein anderes Outfit, aber ich fand das jetzt nicht so super. Da können wir aber trotzdem mal in der nächsten Folge mit rumrennen. Also, naja. Ist jetzt nicht so mein Style. Gut. Ich werde jetzt einmal Schlafi-Schlafi machen, also speichern und mache für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao!